So, dann schauen wir uns mal um. Hier steht was mit gegen den Rassismus zu kämpfen. Und hier was mit Coyote. Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen, weil ich hier oben was mit Lone Star gelesen habe. Okay. Eilmeldung. Ork-Aktivisten haben eine Gruppe von 7000 Trollen und Orks dazu. Oh, könnte es noch langsamer werden? Animiert gegen den. Ah ja, okay, in Ordnung. Jetzt, ja, so weit waren wir schon. Gegen den Rassismus zu kämpfen. In Ordnung. Ja, hier ist Eric Mersman. Oder Mersman. Schreibt sie mit Doppel-N. Hey Mann, ich habe ein paar extra Outfits, die ich loswerden will. Willst du sehen, ob was für dich dabei ist? Okay, natürlich. Ich gehe hier gerne shopping. Gossenpunk, Panzerung 4. Okay, das ist alles ein bisschen. Oh doch, wir können es uns leisten. Schützendes Ninja-Gewand. Die Kleidung sagt, ich bin immerhin besser als ein Straßengänger. Ja. Adapt Ninja-Outfit. Ninja-Ausfit. Das, plus 1 Ausweichen gewährt. Der Tourist, Panzerung 3. Schreib sie einfach über und es kann losgehen. Super geeignet für die Arbeit. Intelligenz plus 1. Salish Runner, keine Ahnung, was es bedeutet, aber Kleidung direkt aus dem Salish Scheide Council? Was ist das für eine Sprache? Charisma plus 1 brauche ich nicht, aber taumaturgischer Panzer, aber der ist nicht so gut. Aber der würde Willenskraft würde er bringen. Gehalte ich hier mit entsprechend alter Magier-Tradition. Finde ich aber nicht so dolle. Aber das, ja, gut, hier. Die anderen sind ja Panzerung 1, wie wir sehen. Schützendes Adeptengewand. Ich meine, plus 1 Willenskraft wäre gut. Was ist LP? Ich weiß gerade gar nicht, was LP für eine Punktzahl ist. Aber es hat eine gute Panzer. Aber ich finde, sieht kacke aus, aber. Ich möchte kurz nachschauen, was LP bedeutet. Ja, wahrscheinlich Let's Play. Falsch. Auch falsch. Hä? Ach so, hier. LP, da muss es doch irgendwo ein Abkürzungsdings geben. Wo steht, was die Abkürzungen bedeuten? Ich meine, ich komme mit den meisten Abkürzungen zurecht, aber LP weiß ich gerade gar nicht. LP. Steht hier nicht. Das ist uns relativ teuer. Dafür, dass ich nicht weiß, was LP ist. Ich weiß ja jetzt echt nicht, ob das wirklich was ist, was ich brauche. Moment, ich könnte auch einfach nachschauen. Moment. Charakter. LP, ob es irgendwas ist. Ach, Lebenspunkte. Ach, es sind Lebenspunkte. Natürlich. Hätte ich mir denken können. Oh, wir haben mehr Karma. Oh, das kann ich verteilen. Gut, dass ich drauf geschaut habe. Ich hätte eher HP. Ich hätte eher aufs englische Wort geachtet, irgendwie. HP, Hitpoints. Ich wollte doch was mit der Pistole. Das habe ich aber schon. Ach so, ich muss hier oben anfangen. Ich hatte beim letzten Mal. Verdammt, ich habe vorher noch irgendwas gesagt, habe von wegen so. Ah, beim nächsten Mal sollte ich das und das machen. Ach genau, Willenskraft erhöhen. Die ist aber schon relativ hoch. Die ist relativ hoch. Jetzt schauen wir mal, ob ich vielleicht die Spruchzauberei irgendwie verändern kann. Erhöhung der Zauberbuchslots, wenn ich bereits freigeschaltet. Leylinien sind sichtbar. Erhöhung des. Ja, ach so, dann kann ich einen weiteren nehmen. Und zwar Magieresistenz 1 ausrüsten. Erhöhung der Zauberbuchslots, wenn ich bereits. Okay. Das wäre eine Machbarkeit. Wäre eine Machbarkeit, einen zweiten Spruch zu nehmen, und zwar Magieresistenz. Kann ich aber auch machen, ohne das hier zu machen. Ach so. Trefferwahrscheinlichkeit mit bestimmten Zaubersprüchen. Okay, besondere Fähigkeiten, aber es sind alles nur. Ach so, ja, genau, solche Sachen. Hier ist aber echt nur Zauberbuchslot und den bekomme ich auch hier durch. Das heißt, ich brauche das momentan nicht, kann es aber später noch machen. Und dann hätte ich gesagt, dass ich dann nämlich das andere für. Was bekäme ich hier? Waffenslot. Ich benutze den aktuellen ja nicht mal. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit sichtbar. Für den Nahkampf mit Waffen. Haben wir gerade nicht mal welche. Dann hätte ich vielleicht sogar gesagt. Was ist denn das nächste bei Pistole? Oder ausweichen?
Ausweichen oder ich hätte bei Pistole nachgeschaut. Das nächste wäre kritische Trefferwahrscheinlichkeit sichtbar. Ach so, nee, da muss ich erstmal hier und das macht einfach nur höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Die ist miserabel bisher. Aber ich habe sie, habe ich die in der Zwischenzeit schon. Verdammt, ich habe ein paar Tage Pause gemacht jetzt. Ich weiß gar nicht, aber ich habe es jetzt mal. Mache ich mal einfach so. So, und dann rede ich mit dem Typen. Ja, ich sehe mich mal um und dann mache ich das mit LP, mit den plus 3. Ich meine, das ist gar nicht mal so viel eigentlich. Aber ich mache es einfach mal. Besser als nix. Und dann wähle ich das aus, bestätigen. Und es wird dunkel. Und. Hi, ich atme meine eigenen Fürze ein. Nein, es ist kein bizarrer Fetisch. Okay, jetzt können wir mal schauen, ob die hier hinten was zu sagen haben. Legen noch was oben drauf. Ja. Da ist. Aha, das ist es mir nicht wert. Hier sind zwei Leute. Gin Parks, ihr Lieblingsgetränk ist Whisky. Und Mr. Kluwe, der hier einen Eingang bewacht. Ich kann hier wahrscheinlich nicht rein, oder? Doch, ich kann rein. Ich möchte trotzdem mit ihm reden. Ich dachte, er wäre so eine Art Türsteher. Ansonsten ist hier eine Dame, die nichts sagt. Und ich frage. Ich rede erstmal mit ihr hier. Na? Löchen. Der Gesichtsausdruck der asiatischen Frau will sagen, ich bin für alles zu haben. Doch ihr Verhalten ist eher das einer Dealerin als einer Prostituierten. Sie hat eine Datenbox am Hals, eine Waffe an der Hüfte und miese Laune. Sie betrachtet dich mit einem böswilligen Grinsen. Du siehst aus, als könntest du ein paar Knarren gebrauchen. Etwas Einfaches. Ich habe Waffen, die sind so nutzerfreundlich. Die feuern sich praktisch schon selber ab. Brauchst du Tech? Das habe ich auch. Wenn du eher auf sowas aus bist. Ja, zeig mir mal, was du hast. Okay, eine Verkäuferin. Wir können eine Beretta kaufen, weil ich die Fichetti Security schon habe. Beretta, Street Sweeper, Entschuldigung. Machete, Baseballschläger. Eigentlich nur ein scharfes Stück Metall, die Machete, mit einem Griff. Kann bei kritischem Treffer AP-Schaden verursachen. Oh, das ist nicht schlecht. Eine Menge an. Ach so, genau, wir brauchen wieder Medizin, glaube ich. Wäre ganz gut, weil haben wir nicht mehr so. Wir haben keine Medizin mehr. Was ist das hier? Ach, es sind Drohnen. Okay. Und ich würde mal sagen, die Machete, weil sie billig ist und kann ja nicht schaden. Sind beide ausgerüstet? Okay, sind glaube beide ausgerüstet. Muss ich eine? Muss ich da? Nee, ich glaube, ich kann beide machen, oder? Ist ja eine Nahkampf und eine Fernkampf. Das müsste ja gehen. Und anscheinend habe ich eigentlich auch vier Slots. Aber keinen Spruch da drin. Nee. Kein Spruch da drin. Ich dachte, ich hätte den Spruch freigeschaltet gehabt. Waren das? Das war hier. Hatte ich nicht. Hallo? Hatte ich nicht eigentlich. Ne, das ist ja ausgeschaltet. Kann Magieresistenz 1 ausrüsten? Oder muss ich das jetzt noch irgendwo aufkaufen oder so? Das ist nur wirklich ein, kann es ausrüsten. Aber musst du erstmal lernen. Das kann natürlich auch sein. Ich kenne mich hier nicht aus. Oh Mann, okay. Was hat er zu sagen? Ist er auch ein Verkäufer? Hallo? Am Eingang zum VIP-Bereich steht ein Berg von einem Troll, dessen muskelbepackter Anzug sich in einen maßgeschneiderten Anzug quetscht. Ob aufgrund guter Gene oder teurer kosmetischer Chirurgie, umrahmen die glänzenden Hörner des Trolls völlig ebenmäßig sein Gesicht und die polierten Stoßzähne und der Ziegenbart betonen sein eh schon markantes Kinn. Willkommen, benimm dich hier bitte. Klar, mach ich. Du musst der Türsteher sein. Ist seltsam, dass der Architekt gerade hier eine Wand hochziehen ließ. Das ist. Ich weiß nicht, ob er es als Kompliment auffassen würde. Ich sage es deswegen mal nicht. Und gebe mich jetzt stattdessen komplett kooperationswillig. Nichts, was ich nicht mit einem strengen Blick klären ließe. Hast du hier etwas zu erledigen? Ich stelle nach, ich will das nicht allen Leuten sagen. Ich war ein Freund von Sam Watts. Kanntest du ihn? Sicher, alle hier kennen Sam. Mit ihm haben wir einen Teil der Familie verloren. Oh, Luigi, du bist Teil der Familie. In
Clueless Augen, ich spreche ihn jetzt einmal mal, einfach mal so aus, weil ich finde, auf Englisch klingt der Name kacke, liegt eine gewisse Schärfe, der Blick eines Mannes, der schon viel gesehen und früh an Weisheit gewonnen hat. Schätze mal, Sam war die Art Person, die man hin und wieder rausschmeißen muss. Hast du Sam jemals hochkant rausgeworfen? In deiner Tätigkeit musstest du Sam sicher des Öfteren zur Tür begleiten. Das ist höflich ausgedrückt. Ich mach mal so. Nicht so höflich, sondern du hast ihn wahrscheinlich mehrmals. Er musste wahrscheinlich häufig rausgeschmissen werden. Ich würde sagen, ich habe ihm nahegelegt, nach Hause zu gehen. Sam war ein Säufer, aber für gewöhnlich nicht gewalttätig. Für gewöhnlich, was mit der Nacht, in der er starb. Er war ein wenig aufgewühlt, ich weiß nicht, was genau es war. Könnte wegen einer Frau gewesen sein. Ich stand schon kurz davor, ihn herauszugeleiten. Wow, geschliffene Sprache. Musste mich aber um ein paar Go-Gänger kümmern, die einem der Mädchen oben imponieren wollten. Stattdessen hat Jake Sam hinausgebracht. Halte die Augen und Ohren offen. Immer doch. Okay, das war gut. Professionell. Hier ist Johnny Cash. Nee, wie heißt er? Johnny Clean. Besser. Hui. Der Mann ist wie ein Hausmeister gekleidet, doch seine Uniform ist ungewöhnlich sauber. Er ist groß, schmal wie eine Bohnenranke und hat einen berechnenden Blick, der verrät, dass er mehr als ein bloßer Hausmeister ist. Hallo, ich bin Johnny Clean. Bist du neu hier? Ja, bin zum ersten Mal hier. Bin gerade dabei, mich in dem Laden zurechtzufinden. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. So mies. Bin ich. Schätze mal, du hast hier drin schon alles Mögliche gesehen, wa? Das stimmt allerdings. Aber ich verliere keine unnötigen Worte darüber. Das ist der Trick hier, einen Job zu behalten. Und auch sonst eine gute Strategie, um am Leben zu bleiben. Ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. Na geht, ciao. So, was gibt's noch hier? Hier sind noch zwei Leute zum Reden. Wow, er ist so ein guter Tänzer. Schau ihn dir an, wie gut. Klasse, ja. Schau ihn dir an, wie gut er tanzt. Fantastisch. Mädel, was? Ernsthaft? Das? Fantastisch? Hast wahrscheinlich die Augen nur an seinem Hintern oder so. Ich meine, der könnte vielleicht fantastisch sein. Das, was er damit abliefert? Nö. Okay, da ist genug. Genug gesagt. Okay. Der Troll, geschmückt mit leuchtend magischen Talismanen und Fetischen, scheint nicht ganz von dieser Welt zu sein. Er murmelt etwas vor sich hin, scheint in mehrere Gespräche auf einmal vertieft zu sein, aber nur mit Wesen, die man weder sehen noch hören kann. Ich hab's dir doch gesagt, es lief ganz anders ab. Liefer mir Beweise und du sollst es haben. Ich bin geehrt, Eure Majestät. Deswegen habe ich ja gesagt Senf und nicht Ketchup. Vergib mir, Jane, ich war ein Narr. Er schaut ihr in die Augen, seine anderen Gespräche verstummen. Sieh dir meine magischen Waren an und staune über ihre noch einen Käufer. Okay, ich schätze mal, dass hier ist wirklich dann der Hub von diesem Gebiet jetzt mal. Ich will mir dein Angebot anschauen. Ja, dafür hätten wir wahrscheinlich Geld sparen sollen, denn hier ist die Magieresistenz. Oh ne, das klappt sogar. Da ich sie ausrüsten kann, rüste ich sie aus. Vor allem die anderen sind alles, Mana-Faust, na, Zauberei 3 benötige ich dafür. Also, Magieresistenz kaufe ich, weil ich es kann. So, sie ist schon ausgerüstet, weil ich es kann. Und, haben die da drüben noch was zu sagen, so nebenbei, wenn man vorbeiläuft? Gerade nichts am Start. Okay. Und, ja! Ich weiß nicht, wie man so total hin und weg sein kann von dieser Show hier, bitte. Was hat sie zu sagen? Ach, das ist die Hausdame, die Mrs. Kubota. Ich frage mich, warum mein Charakter immer hinter Leute läuft, um mit ihnen zu sprechen. Liegt vielleicht an der neuen Ausrüstung. Mrs. Kubota beobachtet dich von der anderen Seite des Raumes, mustert dich von Kopf bis Fuß, als du auf sie zukommst. Als du dich näherst, bemerkst du, dass sie von gemischter Abstammung ist. Afrikanisch und Japanisch. Ihre Haltung sagt, das hier ist mein Haus. Lege dich auf eigene Gefahr damit an. Doch in ihren Augen blitzt ein verspieltes Leuchten auf, als sie spricht. Konbanwa, guten Abend. Es stimmt wohl, was man sagt. Gute Dinge kommen in kleiner Ausführung. Das finde ich jetzt schon ein bisschen rassistisch. Entschuldigung. Gefällt dir die Seamstress Union?
Für jemanden wie dich sollte es ja allerhand geben, was dir gefallen könnte. Sie nimmt dich genau unter die Lupe. Oder ist das ein geschäftlicher Besuch? Ich bin versucht zu fragen, was sich oben befindet. Geschäftlich. Ich würde gerne einen Augenblick über ein paar Dinge sprechen. Nee, ich bin aber versucht zu fragen, was sich oben befindet. Aber nicht versucht genug. Sag mir, Oma, womit kann ich dienen? Hat sie mich gerade Oma genannt? Ich suche nach Informationen. Sie beäugt dich argwöhnisch. Natürlich, Wissen ist Macht, nicht wahr? Habe ich zumindest mal gehört. Soka, ach so, das ist was Japanisches. Das hat doch der, ne, New Larry auch schon mal gesagt. Und ich habe mich gefragt, was meint der? Aber okay, scheint Japanisch zu sein. Zumindest waren die anderen Sachen, die sie gesagt hat, Japanisch, glaube ich. Soka, und warum sollte ich dir helfen? Samuel hat sich mit auf der Suche nach seinem Mörder. Oder Jake hat mich geschickt. Naja, also wenn Jake hier, ne, also dann haben wir schon mal zumindest, ne, ein Name, der was Positives für sie bedeutet. Benutzen wir das mal. Ah, schön zu hören, dass Jake Armitage lebt. Mal wieder. Er führt ein interessantes Leben. Gut, wenn Jake dich geschickt hat, werde ich dir helfen. Was willst du wissen? Ja, wie gut kennen sie Sam? Oder haben sie Sam in der Nacht, in der er starb, gesehen? Und warum heißt dieser Laden Seamstresses Union? Ich meine, das ist eine irrelevante Frage, aber ich frage es mich trotzdem, weil das heißt ja eigentlich die Schneiderinnen. Union oder ja, Schneiderinnen-Union. Zu Zeiten des Goldrausches wurde eine Volkszählung durchgeführt und die Politiker wollten natürlich eine möglichst hohe Zahl erreichen, um ihre Macht und Einnahmen zu halten. Um ihre Zahlen zu stärken, beschlossen sie, alle Damen vom Gewerbe, von denen es viele gab, hinzuzuzählen. Allerdings konnten sie zu jener Zeit den wahren Beruf dieser Frau nicht angeben. Also trugen sie alle als Seamstresses ein, also als Näherinnen. Wenn eine von ihnen genug Geld gesammelt hatte, um ihren eigenen Betrieb zu eröffnen, nannten sie diesen Seamstresses Union, damit potenzielle Arbeiterinnen wussten, dass sie dort fair behandelt werden würden. So entstand eine Tradition. Also sind sie eine ehemalige Näherin? Nein, wenn wir uns besser kennen, werde ich dir vielleicht mehr über mich erzählen, doch genieße nun erstmal die Union. Okay, wie gut kannten sie Sam? Ich kannte ihn. Wir alle kannten ihn. Sam war Stammgast hier. Vorausgesetzt, er konnte sich genug Nüyen erschleichen, um sich mit irgendetwas zuzuknallen. Drogen, Chips, Alkohol. Für Sam machte das keinen Unterschied. Er war immer nur auf der Suche nach dem nächsten Rausch. Er klammerte sich an diesen Ort, an diesen Ort, als wäre es seine letzte Rettungsleine und wir haben ihn wie ein Teil der Familie behandelt, auch wenn niemand von uns ihn je wirklich mochte, außer Coyote. Das ist aber schon recht mies, das zu sagen. Haben Sie Sam in der Nacht, als er starb, gesehen? Er war hier, wie gewöhnlich, sehr betrunken. Coyote hat diese Nacht an der Bar gearbeitet und mich darüber informiert, dass Sam sich rüpelhaft und streitlustig gegenüber den anderen Kunden benahm. Als ich vorschlug, er solle lieber gehen, lehnte er ab. Mein Türsteher, Mr. Kluwe, war mit einer anderen Angelegenheit beschäftigt, also bat ich Jake, Sam aus der Hintertür auf die Straße zu bringen. Das war das letzte Mal, dass ich einen der beiden gesehen habe. Ja, und jetzt noch die letzte Frage. Wo ist Coyote? Ihr Gesicht verdunkelt sich. Wenn ich das nur sagen könnte. Ich habe sie seit 2 Tagen nicht gesehen. Sie ist ein kluges Mädchen und taff dazu, doch ich mache mir Sorgen um sie. Warum Sorgen, wenn sie... Dieser Satz ist kein Verb. Ich kann nicht reden. Dieser Satz ist kein Verb. Warum die Sorgen, wenn sie so taff? Ja. Ich frage mich, warum die Sorgen, wenn sie so taff? Warum die Sorgen, wenn sie so klug ist? Ich bin sicher... warum die Sorgen, wenn sie so taff? Ich bitte dich. Wenn du, was ich glaube, dass du, weißt du, dass es immer jemanden gibt, der noch tougher. Ihr Zimmer befindet sich oben. Wenn du nach ihr suchst, würde ich vorschlagen, dass du mal hineinschaust. Vielleicht kannst du herausfinden, wo sie ist. Ich würde ihre Privatsphäre normalerweise pfleglicher behandeln, aber sie hat schon 2 Schichten verpasst und kann nicht auf ihrem Comlink erreicht werden. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, möchte ich mich nicht durch die Tatenlosigkeit schuldig machen. Hier hast du den Schlüssel. Okay, super. Hey, wir können rein. So. Hier sieht es düster aus. Was ist das hier?
Du siehst eine Sicherheitskonsole in der Nähe einer Tür. Sie benötigt ein Passwort, um die Tür zu entriegeln. Leider sind wir nicht Decker. Ach, dafür hätten wir es gebraucht. Tja, schade. Tritt von der Konsole zurück. Wir haben zwei Türen hier zum Aufmachen und Räume, wo wir nur irgendwie rein, mit unserem Röntgenblick können wir da reinschauen. Und hier ist ein umgefallener Baum und eine kaputte Küche. In Ordnung. Welches Zimmer gehört denn? Ach, hier ist verschlossen. Da kommen wir wahrscheinlich mit der Sicherheitskonsole nur rein. Gehen wir mal durch die erste Tür. Und da kommen wir in ein Zimmer.